ich auch gerne mit meinen Schülern mal mache, ist, ich glaube, das nennt sich Long Meters Studie, dass man das Metronom so einstellt, dass es halt nicht klack, klack, klack macht, sondern dass es zum Beispiel, man stellt es dann so ein, dass es das langsames Tempo, das macht das erste Viertel und die anderen drei Viertel sind also weg. Also dass man es so einstellt, dass es zum Beispiel, dass es so macht, klack, und da erst wieder kommt. Und dann müssen die Schüler, manchmal setzen wir auch ihnen hin, klatschen nur, dass sie dann zum Beispiel tak, 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 da kommt er wieder. Und dass man, also dass das Metronom wirklich nur alle 10 Sekunden einen Schlag macht und dass man, also am Anfang stellt man es ein, dass es groovt und dann stellt man es weg und dann guckt man, dass, ob die Kinder das Gefühl haben für eine bisschen längere Zeit. Und ob sie dann immer noch im Groove sind. Ne? Das Metronom macht zum Beispiel alle 8 Sekunden.